Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit den Sims 4 und unseren Thorsten Traumtänzer. Ja, wir wollen heiraten. Wir wollen die Lena hier hinten heiraten, die leider ein schwarzes Kleid anhat, aber okay. Ich habe, weil ich ja irgendwie ein Grundstück genommen hatte, habe ich das in dem Baumodus mal gerade geändert, habe hier einen einen Bogen reingemacht, habe hier auch hier die Bar und das Klavier noch reingestellt. Alles andere war schon drin. So, ich gehe mal kurz rein und mal gucken. Ich weiß gar nicht, Stock hoch, Bild oben. Hä? Ich will doch nach unten. Warum geht das nicht? Naja gut, mal schauen, was wir denn jetzt so machen. Und wir könnten sie auf jeden Fall Hochzeitsfeier planen. Oh Gott, das hätte ich vielleicht noch machen müssen. Nein, keine Medaille verdienen. Ich habe das doch gerade geplant. Hey, Kinder. Ich habe das doch sogar schon bezahlt. Meine Güte, Lena sofort heiraten. Ach, was weiß ich so. Oh Mann. So, ich kann hier noch nicht mal rein, oder was? Irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich das mir erhofft und gedacht hatte. Das nächste Mal wird auf unserem Grundstück geheiratet, das kann ich aber sagen. Ich meine, sie sieht ja echt cool aus in dem schwarzen Kleid, aber als Hochzeitskleid. Komm, jetzt hör auf zu plaudern. Und geh mal rein, klopf mal an. Deswegen können wir echt nicht... So, okay, super. Komm rein, Thorsten. Okay, jetzt muss ich hier... Ups, hier auch nochmal. Ja, okay. Also von Hochzeitsfantasien. Jetzt hier hinten kann ich auch heiraten. Oh, das ist sehr schön. Ah, meine Güte. Oh Gott, Lena, sie muss mal dringend auf Toilette. Wo hat die denn eine Toilette? Ach, da hinten. Geh mal auf Verwenden und dann geh nochmal ganz kurz duschen. Und ich guck mal ganz kurz, was ihm fehlt. Üb du mal. Oder nein. Guck mal den Comedy-Kanal. So. Oh. Klavierfähigkeit haben wir natürlich noch nicht gehabt, weil wir noch keins hatten. So. Von daher gehe ich jetzt erst einmal. Oh, es guckt. Ganz cool ist, dass ich habe jetzt heute hier meinen Blumbob auch angemacht, den es damals bei Sims 4 mit dabei gab. Und der ist jetzt momentan auch eher pink. Das finde ich schon irgendwie cool. So. Ach, sie singt, wie süß. Jetzt bin ich nur mal gespannt, was für ein Kleid sie jetzt gleich anziehen wird. Aber ich bin echt gespannt. So. Komm jetzt ein bisschen... Ich spule mal ganz kurz vor. Ja, jetzt dachte ich mir fast, dass sie das Kleid jetzt anzieht. So, Lena, Jakob heiraten. Ich habe jetzt die Schnauze voll hier. Macht einfach mal. Ich muss echt dieses Heiraten noch üben, Mensch. Meine Güte. Kann das so schwer sein? Finde ich aber hier echt Schmuck. Mit dem Teppich unten drunter, mit dem Vorhang und so. Muss ich schon sagen. So. Mal sehen, ob sie sich jetzt doch noch umzieht oder auszieht. Nee, nicht. Na, egal. Ist nicht schlimm. Ich mache nochmal ganz schnell ein Foto ein. Sorry. Aber ich liebe Fotos immer. Und ich mache bei Sims 4 schon sehr, sehr wenige. Gelübde ablegen. Heiraten. Was für eine wunderschöne Zeremonie. Lena tauscht das Gelübde mit Thorsten aus. Und wisst ihr, was ich eigentlich nicht verstehe? Dass eigentlich hier oben ja so ein Hochzeits-Dingsbums da Trala war. Und dass das jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist. Juhu! Oh, wir haben auf jeden Fall geheiratet.
Yippie! Sehr kokett. Oh, Hochzeitsfantasie. Die Gedanken an eine perfekte Hochzeit versetzen dich ein wenig in Flirtstimmen. Du kannst deine verheirateten Sims über den Haushalt aufteilen und verschmelzen Button des Abschnitts Hausverwaltung in Haushalt bearbeiten zusammenziehen lassen. Was? Über den Haushalt aufteilen und verschmelzen Button die Abschnitts Hausverwaltung. Okay. Aber wir sind doch schon verheiratet. Haushalt bearbeiten, zusammenziehen lassen. Wir sind auch schon zusammengezogen. Und das ist also von daher nicht schlimm oder so. Frisch verheiratet. Verlobt waren wir ja auch noch. Sie ist sehr glücklich. Sehr glücklich. Juhu, wegen der Heirat. Sie ist nicht die Kokette. Wo ist sie denn jetzt hin? Achso, die ist jetzt Sportkanal gucken. Na gut. Unsere Gäste, sie haben alle jetzt schon, was können wir denn kochen? Hier, wir machen noch mal einen Schokokuchen. Gucken sie, ob sie besser backen als kochen kann. Ah, da, sie haben sich zwei schlafen gelegt. Wer ist das? Alina Sommer und Fabio Sommer. Mhm. Wo sind die anderen eigentlich alle hin? Also irgendwie hat das echt nicht geklappt, ne? Ich sage euch, die nächste Runde, das wird ja dann erst der Sohnemann von den beiden sein. Da wird zu Hause geheiratet. Da machen wir dann wirklich eine coole Hochzeitsfeier. Ich sag's euch. So. Das Bullschnitt. So, ja, musste noch dringend noch die Toilette. Das kann er jetzt gerade auch noch machen. Sowas echt. So, ich plaudere einfach mal mit irgendjemandem. Ich brauche ja eigentlich mal ein paar Freunde. Mit der Ute wäre das eigentlich ganz gut. Hat die Ute eigentlich vergeben? Ich glaube, die hat mir nicht so ganz gefallen am Ende, ne? Naja, wie auch immer. Lena. Lena heißt ja leider immer noch Jakob. Das ist, finde ich, echt schade, dass das irgendwie nicht anders zu handhaben ist. Hochzeitsverzierung hinzufügen. So, zack, komm. Juhu. Hochzeitstorte anschneiden. Heirate ich dann nochmal? Nö, ne? wie auch immer. So, wir essen unsere Hochzeitstorte zusammen. Ach. Also, Thorsten ist ja schon ein bisschen von sich immer eingenommen, ne? Also, er findet sich ja echt schon sexy irgendwie. Was macht sie jetzt? Ups, meine Katze schmeißt hier nebenbei irgendwas runter. Du, ihr zwei, ihr werdet bald gleich nach Hause gehen und dann sofort ein Baby machen. So, iss aber jetzt erstmal ganz schnell deine Torte. Während Thorsten noch ein bisschen Spaß braucht. Guck nochmal den Comedy-Kanal noch ein bisschen an. Und dann gehen wir nach Hause und dann wird ein Baby gemacht. Ja, so. Ich brauche endlich mal. Oh, jetzt, was macht er jetzt? Spielen. Ich brauche endlich mal. Warte mal, ich muss echt hier gucken. Okay. Nachfahren. Es ist die Legacy Challenge. Jetzt bin ich endlich verheiratet. Und dann brauche ich Nachfahren. Und das wird ja dann auch so sein. Also ich möchte ja einen Jungen definitiv als Nachfahre haben. So, wir gehen jetzt mal zurück nach Hause und er auch. Also ich möchte einen Nachfahren haben. Die 1000 Euro habe ich bezahlt und war nix war's mit meiner Hochzeitsfeier, ey. Echt zum Oh, hätte ich eigentlich arbeiten müssen? Nee, es ist Samstag. Da haben sie beide frei, ne? Ups, ja. So. Gut, jetzt. Also nochmal von vorne. Ich brauche hier einen Jungen, damit meine Nachfolge auch weitergeht. Und es kommt natürlich darauf an, was wir jetzt dann bekommen werden. Werden wir einen Jungen oder ein Mädchen bekommen? Beim Mädchen werden wir definitiv noch ein zweites Mal, oh, sie ist schon am Spielen hier. Baby machen mit Lena. Also da werden wir ein zweites Mal dran gehen müssen. Ja, also manchmal ist es dann auch sicherer, wenn ich zwei Jungs hätte, aber der Ältere natürlich, der
Der wird definitiv... Der wird definitiv derjenige sein, der eben hier alles erbt und mit dem wir dann quasi weiterspielen. Ja. Sobald ein Kind mal ausgezogen ist, dann bleibt es auch ausgezogen. Er darf nicht mehr zurückziehen quasi. Da bin ich mal gespannt, wie ich das so handhaben werde. Mal schauen. So. So, hier ist mit der Hygiene noch ein bisschen... Oh, jung! Dann sind die Dusche. Oh, jung. Sagt er so schön. Freudig überrascht. Wegen gutem Techtelmechtel. Das Techtelmechtel war unvergesslich. Mhm. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. So, wir machen auch gleich den Schwangerschaftstest. Blub, blub. Kostet zwar auch 15 Simoleons. Oh, wir müssten eigentlich mal ein bisschen Geld irgendwo jetzt beikriegen. Ich weiß gar nicht, egal. Macht ihr das zusammen? Ja. Sehr verspielt. Was ist denn hier drin, so dass du sehr verspielt bist? Verstehe ich nicht. Da ist doch kaum was drin. Lena ist nicht schwanger. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Oh nein. Okay, dann müssen wir nochmal gleich rangehen. Kommt schon. Ich muss gestehen, das habe ich das erste Mal gehabt. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Sims 4 gespielt. Aber ich habe echt das jetzt zum ersten Mal gehabt, dass das nicht geklappt hat. Das ist ja krass. So, nochmal ein Schwangerschaftstest. Nee, erstmal spülen und dann noch einen Schwangerschaftstest. Jetzt sind es dann nochmal 15, ey. Dann können wir im Grunde nur ein kleines für 50. Na, und dann haben wir kein Geld mehr. Was macht sie jetzt? Achso, sie putzt. Sie macht sich jetzt erstmal. Das hast du schon. Ja, okay. So, jetzt. Somit haben wir jetzt nur noch 15. Wer ist denn das? Schon wieder nicht schwanger. Das ist ja echt krass. So, wir begrüßen mal diesen Herrn, über ein neuestes Buch reden, Geheimnis ausplaudern, den Tag verschönern, flirten. Nein, 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 nicht flirten. Warte mal, Thorsten, halt. Verkaufen. Mal schauen, wie viel das bringt. 118. Okay, dann machen wir gleich noch ein selbstsicheres Gemälde. Brauchen ein bisschen Kohle. Level 7 Malerfähigkeiten. Also ich bin jetzt schon echt enttäuscht. Wir haben zweimal hier Techtelmechtel gemacht und irgendwie hat nichts funktioniert. Mensch. Könnte ich mit ihm techteln? Entschuldige, nee, könnte ich nicht. Ich könnte es wirklich nur dann, wenn es passend ist. Kennenlernen. Bewunderung ausdrücken. Tiefgründige Unterhaltung. Über Interessen reden. Er ist ein Bro. Ein Bro. Wow. Das sieht ja echt interessant aus, du. So, wir essen auch nochmal was. 16 Stunden. Dann nehmen wir noch ein Würstchen und Bohnen. Dann... Ach, ist sie nicht süß? Sie holte sich das Essen und quatscht mit ihm dann weiter. Mit dem Huntington. Jay Huntington, der Dritte. Komischer Name, nicht? So, und du gehst danach nochmal eine erfrischende Dusche machen. Und, verkaufen das dann noch weiter. Und danach machen wir nochmal ein Baby. Versuchen wir es noch ein drittes Mal? Das kann echt nicht sein, oder? Das ist krass. Echt krass. Echt, echt krass. So. Zack, zack, zack. Was war das? Achso, Moment. Wie viel haben wir? Oh. Jo, ein bisschen haben wir was gekriegt. Lass ich mal gerade gucken, wie es hier eigentlich aussieht. Oh, so. Zack, zack, zack.
Und jetzt schlafen sie erstmal. Ach nee, Baby machen. Komm, nochmal. Jetzt nochmal. Hopp, ab in die Kiste. Tack, 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 tack. Übrigens, wenn wir Zwillinge bekommen sollten und beides Jungs wären, dann wäre der Älteste das. Also das heißt, dass derjenige, den ich als erstes eingebe, der wäre dann quasi der Erbberechtigte. So. Also, wie oft ist er denn jetzt schon? Heieiei, also ich weiß gar nicht. Schnell duschen, geh mal schnell duschen. Ich schicke ihn jetzt zum dritten Mal. Oh nee, was ist denn jetzt hier? Reparieren. Geh mal reparieren. Schnell duschen, es sieht auch anders aus, oder? Wie lange ist denn da schon beim Duschen hier? Ach Gott, Geschicklichkeit. Okay, gerade erst begonnen. Du kannst noch ein paar Videospiele spielen. My Sims Go spielen, wie auch immer. Und Lena, ja, du kannst das mal plündern. Dann mach nochmal einen Schwangerschaftstest und hier aufwischen. Das habe ich jetzt dir. So, während er draußen spielt. Ah, yippie! Jetzt, das war jetzt ja, ne? wo ist denn das jetzt hingekommen? Da, für zwei Essen. Ja, jetzt sind wir schwanger. Juhu. Ja, zum Glück. Ach Gott, bin ich froh, Kindermensch. Also. Oh. Und man sieht's auch schon. Man sieht's auch. Juhu. So, räum das mal auf. Dann machst du das nochmal weg. Und ich habe doch gesagt, das Aufwischen. Warte mal, das kann ich mal für dich wegmachen. Moment. Okay. Macht sie es doch noch. Macht sie doch selber. So. Mensch. Das war aber echt hart hier. Viermal musstet ihr techteln hier, dass es endlich geklappt hat. Meine Güte. Und jetzt sieht man schon total den Bauch. Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie viel, wie lange die Schwangerschaft dauert. Warte mal. Von der Ankündigung als neuen Familie entzückt. Jawohl, das ist natürlich klar, dass er sehr entzückt darüber ist, weil er ja diese Eigenschaften hat. Hier, familienbewusst. Ne? So, dass er ja das wirklich braucht. Musikbücher, Wurm, Perfektionist, Grüblerin. So, dann muss ich bei dir. Du kannst dann mal einfach nachdenklich duschen und dann gehst du noch mal kurz ein bisschen üben. Und ich überlege mir gerade, ach nee, ich habe kein Geld. Ich wollte echt gerne mal eine Badewanne kaufen, weil ihr immer nur duschen müsst. Egal. So, und danach kannst du schlafen. Wie sieht's mit Thorsten aus? Ups. Katze nicht am Mikrofon schmusen. Meine Katze steht daneben und ja, tschack. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu dolle. So. Na gut. Ja, von daher bin ich jetzt froh, dass wir endlich schwanger geworden sind. Und und sage einfach mal, dass wir uns dann in einer nächsten Runde wiedersehen. Und somit sage ich Tschüss und Goodbye. Und ich freue mich, wenn du wieder hier mit reinklickst und hier mit mir weiter gespannt bist, was noch passieren wird. Ja, von daher ein Tschüss und Goodbye und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao.